Auf der Baustelle unseres Holzständerhauses geht es zügig weiter. Das Fundamentmauerwerk und die Tragpfeiler sind fertig und es kann angefüllt werden. Größere Steine in einem preiswerten Füllboden sind hier kein Problem. Wir lassen etwas Platz für eine Schicht aus Feinsand und für die erforderliche Wärmedämmung. Das Anschlussmodul für die späteren Hausanschlüsse ist auch schon gesetzt. Unsere Philosophie ist es, den Füllboden nicht allzu stark zu verdichten und nur einen leichten Rüttler zu verwenden. Der Grund ist folgender. Wir haben oben eine tragende Sohlplatte aus bewährtem Stahlbeton. Direkt darunter liegt die Wärmedämmung auf einer Folie und diese wiederum auf den eben beschriebenen, nur leicht verdichteten Füllboden. Und weil dieser nur leicht verdichtet ist, sackt er im Laufe der Zeit zusammen und es bildet sich noch unterhalb der Wärmedämmung eine 1 bis 2 cm starke Luftschicht, die zusätzlich isolierend wirkt. Zwischenzeitlich sind auch die Abflussrohre genau nach Zeichnung eingebaut worden. Jetzt wird als erstes eine stabile Folie ausgelegt. Sogenannte Tannenbäume verankern die Wärmedämmung mit dem Stahlbeton der Sohlplatte. Exaktes Verlegen und des Stufenfalls verhindern spätere Wärmebrücken. Wenn dann die gesamte Fläche mit der Dämmung ausgelegt ist, ist alles bestens vorbereitet für das Verlegen der Bewehrung und für das Einbringen des wasserundurchlässigen Betons.